Hallo Leute und willkommen zur CubeWorld Alpha. Vielleicht fragt ihr euch, was ist CubeWorld? CubeWorld, das ist am besten erklärt, wenn man sagt, hier wird World of Warcraft und Minecraft ineinander geschmissen und das mit einer schönen Voxel-Grafik gemixt. Ihr seht es schon hier im Hintergrund, wir starten hier heute ein neues Spiel. Und ich bin mal gespannt, wie das Ganze aussehen wird und was schon letztendlich alles integriert ist. Zuerst eigentlich mal starten wir, wie gesagt, das Spiel und dann werde ich euch vielleicht auch noch mal ein bisschen erzählen, was denn alles hier in diesem Spiel vorhanden sein wird. Momentan ist sicherlich noch nicht alles vorhanden, da es, wie gesagt, noch die Alpha-Version ist. Die könnt ihr euch momentan für rund 15 Euro kaufen auf der Seite. Und ja, wir erstellen heute unseren ersten Charakter. Wie bei, ich sag mal, Rollenspielen typisch, erstellen wir unseren eigenen Charakter mit Rasse. Hier gibt es momentan Orks, Goblins, Lizards, Undeads, Frogmenschen und eine ganz normale Menschen. Okay. Die Hintergrundmusik wurde, glaube ich, noch nicht eingebaut. Daher ist das relativ still. Ich werde euch wahrscheinlich Hintergrundmusik selber einbauen. Die gehört aber nicht zum Spiel. Da weise ich eventuell extra mal drauf hin. Frogmenschen, Undeads. Er ist ein Skelettmensch. Okay. Lizards. Ich glaube, ich nehme Lizard. Sieht aus. Sieht schon lustig aus. Dann kann man noch Male oder Female. Da verändert sich, glaube ich, nur die Schnauze. Bleiben wir einfach mal bei Male. Als Klassen gibt es momentan den Warrior, den Ranger mit einem Bogen, den Mage mit einem Stab und den Rogue mit zwei Schwertern. Und ich denke mal, ich bleibe erstmal beim Krieger. Da machen wir einen kleinen Nahkampf draus. Und jetzt können wir noch ein bisschen das Gesicht verändern. Da sind momentan zwei Sachen vorhanden. Da soll aber bestimmt auch noch mehr investiert bzw. erstellt werden. Ich kann nochmal kurz runterscrollen und gucken, was denn alles hier noch reinkommen soll. An Klassen sollen irgendwann auch noch mehr eingebaut werden, definitiv. Und ansonsten kommen auch noch andere Rassen rein. Aber das wird wahrscheinlich alles noch ein bisschen dauern, bis das letztendlich alles integriert ist. So, beim Haircut kann man, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht viel ändern. Okay. So, kann man jetzt die... Okay, man kann die Haarfarbe dann noch ändern. Und so ein richtig geiles Pink. Wow, sexy. Ja komm, wir nehmen jetzt das richtig geile Pink. Und dann müssen wir den, glaube ich, noch einen ganzen Namen geben. Und starten dann schon das Spiel. So, jetzt kann man Multiplayer Worlds, kann man vielleicht schon gucken. New World. Okay, hier kann man welche createn. Oder wir können auch direkt auf einem Server joinen. Aber da muss man eine IP haben. Das heißt, es ist jetzt momentan zumindest noch nicht so, dass wir jetzt einen Serverbrowser hätten oder dass es einen riesen Server gibt, wo man mit allen Leuten drauf spielen kann. Ihr könnt also entweder jetzt mit euren Freunden zusammenspielen im LAN oder halt übers Internet, aber noch nicht anders. So, dann starten wir einfach mal ein Spiel. Multiplayer Worlds Create. So, Seed. Okay, so ein Seed setzen. Und ein Name für den Server. Ich bin mal gespannt, ob das Connecten dann auch so frei funktioniert. Ich weiß ja, bei meisten Spielen, wenn ich immer mal irgendein Spiel dann erstelle oder connecte, dann können meine Freunde wieder nicht drauf connecten oder so. Ich hoffe, das funktioniert schon. Da bin ich mal gespannt. Ich denke mal, in späteren Verlaufen werde ich dann auch mit Leuten spielen, also mit meinen Freunden. Und nicht nur allein unterwegs sein, wahrscheinlich mit Alex, wahrscheinlich mit Lukas. Und ja, jetzt seht ihr oben schon die Map. Die Map erstellt sich natürlich, wie gesagt, einfach random. Und hier seht ihr auch schon die ersten Häuser. So. Ja, am besten können wir einfach mal rauscrollen und ein bisschen gucken, was wir denn hier so machen können. Wir haben einen riesengroßen Holzstab, der sich hier herumschlägt. Mit rechter Maustaste können wir ein bisschen schneller schlagen. Und wir haben Leben und wir haben Mana. Und mit Q haben wir anscheinend Heiltränke. Da gehe ich jetzt mal stark von aus. So, mit I können wir ein Inventar öffnen. Und haben hier schon einen Ring, wo ein bisschen Tempo ist, wo ein bisschen dies ist, wo ein bisschen das ist. Das sind meine Items. Das ist, wie gesagt, eine Life Potion. Das habe ich schon richtig erwartet. Und die kann man anscheinend Pets tragen. Es gibt hier wirklich sehr, sehr, sehr viel, was sie alles integrieren wollen, was letztendlich noch nicht integriert ist vielleicht. Zum Beispiel das mit den Pets, da kann man Pets dann zähmen, die könnt ihr dann trainieren, das wollen sie integrieren. Es gibt halt eine Menge Monster, es wird Item-Crafting geben, wie ihr es aus anderen Spielen kennt, wo ihr dann Kochen, Alchemie etc., Armor, alles euch selbst erstellen könnt und craften könnt. Wie gesagt, die Welt ist komplett... wie in Minecraft unendlich. Das heißt, egal wo ihr langlauft, es wird immer weiter neuer Content kreiert.
Es soll auch so sein, dass hier komplett, sie sagen infinitive, also dass es wirklich unendlichen Charakter-Progress geben wird. Das heißt, wir können mal irgendwo, ich laufe mal in die Richtung der Stadt. Ihr könnt unendlich lang euren Charakter hochskillen und ausskillen. Ihr habt auch Skill-Trees anscheinend. Da muss ich mal gucken, ob das schon integriert ist oder ob ich das zumindest jetzt finde. Da bin ich mir noch unsicher. Wie gesagt, ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal. Vielleicht finden wir das alles noch miteinander heraus, ob das vielleicht schon integriert ist oder ob ich einfach nur zu blöd bin, dann es dementsprechend zu finden. Es ist auf jeden Fall relativ cool und ich mag die Farben total gerne. Wie gesagt, es soll dann halt auch einzelne Quests geben, richtige Dungeons, Outworld, Obenwelt, mit richtigen Bossgegnern, mit Questgegnern, mit irgendwann Housing, was integriert werden soll. Also es wird schon eher eine Art MMO, aber halt auch nicht. Ja, es ist halt dann eher ein Sandbox-MMO, was ihr mit euren Freunden zocken könnt, als wirklich ein MMO wie World of Warcraft, wo ihr jetzt 13 € im Monat bezahlen müsst, wo der Content euch vorgegeben wird, etc. Sondern das hier ist halt eher, spielt selbst und erlebt halt coole Abenteuer, wie ungefähr in Minecraft. Man kann hier nicht die Blöcke abbauen oder so und die irgendwie anders hinsetzen, wie es in Minecraft der Fall ist. Okay, komm. Aber, warte mal, halt. Was ist denn da? Das ist ein Inn. Inn bedeutet ja immer, das ist eine Gaststätte oder sowas. Das ist da, lauf ich jetzt mal hin. Garrox City, okay. Hier ist sogar die Stadt schon. Oder war die Stadt nicht woanders angeht? Na, doch, da ist die Stadt. Geil. Und dann gucken wir uns jetzt mal in der Stadt um, mal gucken, was hier ist. Was ist das denn? Ein Schwein. Was passiert, wenn man es tötet? Okay, ich kann es nicht töten. Die Katze läuft hier auch einfach in den Brunnen hinein. Kein Problem. Ich glaube, wenn man stirbt, kommt man an dieser Art, ja, Engel heraus. There's nothing special. Okay. Ist jetzt halt nur in Englisch. Das Spiel wird aber wahrscheinlich auch in Deutsch übersetzt werden. Davon gehe ich einfach mal aus, weil das auch in Deutschland entwickelt wird. So, jetzt haben wir mal hier den Inn geöffnet. Mal gucken, ob der uns irgendwas zu erzählen hat. You can use better bombs when you become stronger. Okay. Er erzählt uns jetzt hier wirklich interessante Sachen. Sehr interessante Sachen. So, was kann man hier sonst noch machen? Kann nur mit ihm interagieren zurzeit. There's nothing special. Okay, kann man wenigstens hier hochgehen. Oh. Hier, man kann die Kamera ja auch einfach näher rangehen. Okay, hier kann man dann sich schlafen legen. Damit kann man wahrscheinlich seine Leben regenerieren. Davon gehe ich einfach mal aus. Wobei ich nicht weiß, ob man das muss, weil man regeneriert, glaube ich, seine Leben auch so schon relativ schnell. Wir gehen jetzt mal erstmal in die Stadt und erforschen das dort. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht dann bald unseren ersten Dungeon mal suchen können. Oder zumindest die ersten Gegner, die müssen nämlich auch irgendwo unterwegs sein. Wahrscheinlich nicht in der Nähe der Stadt, aber wenn wir schon in der Nähe einer Stadt sind, sollten wir uns das vielleicht auch mal angucken. Hier sind noch mehrere Inns, also hier kann man noch mehr Gaststätten, wo man hineingehen könnte. Machen wir das doch gleich mal. Na, komm, scroll mal rein. Okay, so. There's nothing special. I haven't seen you before. Aren't you an adventurer? Ja, ich bin so gesehen ein Adventurer. So. Ah, hier vorne sind dann noch andere Läden. Hier ist einmal ein Rüstungsladen, wo man wahrscheinlich Rüstung kaufen kann. Ich hoffe, man kann auch hoffentlich dann Sachen verkaufen, weil ihr habt ja schon gesehen. Hier gibt es dann Platinum-Coins, Gold, Silber und Kupfer. So, wollen wir nochmal gucken, was haben wir hier? Word Great Mace und ein Iron Shield. Okay, wir könnten eventuell auch auf ein Schwert und Schild wechseln. Wollen wir das mal ausprobieren? Wollen wir so runterziehen? Doppelklicken. Bin mir da noch unsicher, wie das jetzt geht. Ah, auf jeden Fall habe ich den Skill Tree gefunden mit X. Wir können entweder Guardian
oder Berserker auskillen. Berserker ist halt der Damage-Krieger, weil ihr lernt, dass eure Attacken schneller zuschlagen. Und beim Guardian lernt ihr halt, dass euer Leben höher ist, dass ihr mit dem Schild besser blocken könnt. Ich mache jetzt erstmal einen Off-Krieger, da ich mehr Damage machen will. Ich habe gerade auch einen Button zum Lernen, oder bin ich bescheuert? Ne, ich kann nur Learn hier drücken. Wenn ich hier drüber gehe, dann habe ich hier keinen Learn-Button. Und hier sind die einzigsten Skills, die man dann erspielen kann. Ja, warten wir dann. Okay, wir haben auch keine Skillpunkte, vielleicht geht es deswegen auch noch nicht. Aber ich mich wunder, warum ich hier Learn drücken kann und nicht. So, ah, hier haben wir sogar... Ah, Help! Puh, das habe ich gesucht. Pick up and interact. Light. F, okay, hier haben wir ein Licht. Wir haben eine Lampe in der Hand. Geil. G für Special Item, da haben wir anscheinend noch nichts. T für Call Pet, haben wir auch noch nichts. Normal Attack, Special Attack, Zoom und Dodge. Okay, X sind die Skills. C ist das Crafting. Ah, ich habe schon versucht, diese Sachen da runterzuziehen. Aber hier brauchen wir Iron, um diese Sachen dann überhaupt zu craften. Das erklärt natürlich, warum ich diese Sachen hier nicht benutzen konnte oder so. Weil das hier das Crafting-Fenster ist. Aha. So, das ist das Crafting. V ist HT, die HP-Bars zu toggeln. Geht es wahrscheinlich nur über Gegner. B ist das Inventory und M ist die World Map. Okay. Aber dann müssten wir doch aber auf jeden Fall dieses Iron-Schwert. Ja, das kann man auch verwenden. Okay, man kann leicht dual-widen. Das kann man, glaube ich, nur mit dem Rogue. Ansonsten haben wir noch ein Schild. Oder so? Nee, aber wir haben immer ein Schwert. Aber steht da nicht auch ein Damage? Ja, okay, der Holzklotz, der macht mehr Damage, wie ihr sehen könnt. Weil der hat 8 und die Schwerter haben nur 4. Gut, Return ist der Chat. Okay. Ansonsten ist das nur die Übersicht. Okay, ansonsten können wir vielleicht einmal kurz in die Optins gucken. Ja, es ist Full HD mit Camera Speed, alles möglichst maximal von der Grafik her zumindest so. Das war das Helpfenster. So. Dann will ich jetzt mal in den Laden gucken. Wo geht's in den Laden? Ah, hier. Open. Ne, das ist wieder ein Innen, oder? Bin ich bescheuert. Das ist einfach nur irgendein Haus. So. Hier ist dann der Laden für Rüstungen. Da wollen wir nochmal reingucken. Mal gucken, ob wir mit denen schon interagieren können, ob wir da schon was kaufen können. I love sailing. Okay, das sind auch so Sachen, die man später machen kann. Man kann mit dem Schiff segeln. Man kann wie nennt man das? Wenn man mit so einem Drachen irgendwo runterspringt und segelt. Ihr wisst schon, was ich meine. Auf jeden Fall, hier kann man jetzt Sachen kaufen. Die kosten aber alle Kupfer. Wir haben noch 0 Kupfer. Bin mal gespannt, wie wir an Kupfer kommen können. Vielleicht können wir... Okay, wir können zumindest nicht das verkaufen. Was ist das denn eigentlich? Ach, das ist ein Iron Schild. Dann habe ich ja doch ein Schild. Warte mal. Inventar. Ja, jetzt habe ich... Aber wo sind jetzt die Schwerter hin? Oh, jetzt sind die auch endlich Leute. Also zumindest keine anderen Spieler, aber es sind hier zumindest andere NPCs. Jetzt ist auch irgendwie die... Kann sein, dass jetzt so meine... Wo ist denn jetzt? Ah, warte mal. Ich muss nach oben scrollen. Ha, okay. Ich wollte schon sagen, da ist mein Ding weg. Okay, ich kämpfe jetzt erstmal mit Einhand und Schild. Bin mal gespannt. Ah, mit rechts hat man dann Block Power, wenn man jetzt Schild hat. Und mit der anderen Maustaste greift man halt ganz normal an. So, ansonsten haben wir jetzt hier halt noch den Laden, wo wir anscheinend irgendwelche Alchemietränke kaufen können. Mal reinscrollen. Okay, was hat er erzählt? I have a new pet. It's a SnowRunner. Okay, ist das ein Pet-Typ oder was? Okay, hier kann man eine Iron-Lampe. Okay, hier sind diese Glider. Das wollte ich gerade sagen. Hanggleiter. Ich glaube, Hanggleiter heißen die auch. Damit kann man dann halt so von Sachen runterschwingen. Und Boot, da kann man halt segeln. Ein Chocolate Donut, was auch immer der bringen soll. Eine Formel, wo man sich Sachen erstellen kann und Bomben. Die Bomben erinnern mich jetzt gleich irgendwie total an Zelda. Ich weiß auch nicht wieso. So. Ja, aber das war's. Ich meine, ich kann halt noch nichts kaufen, weil ich habe noch kein Geld. Aber ja.
Ist halt der Nachteil, wenn ich mir erst die Stadt angucke, bevor wir überhaupt irgendwo unterwegs waren, aber das wusste ich halt jetzt auch nicht, wo jetzt hier die ersten Gegner sind oder wo die erste Stadt ist und was denn jetzt abgeht. So, aber ist das jetzt auch ein anderer Laden? Ja, hier kann man dann anscheinend Waffen kaufen. Da gehen wir auch schnell mal einmal rein. Have you found left footers? You should visit the identifier. Okay, hier kann man Sachen identifizieren. Okay, was hat der hier so zu verkaufen? Plained wood bow. Okay, Bogen. Boomerang. Used woodboard. Okay, hier kann man auch übelst weit runter scrollen. Das sehe ich jetzt erst. Und sich ganz, 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 ganz viel Zeug kaufen. Okay, gefällt mir. Wie gesagt, Leute, das ist noch die Alpha. Das ist hier noch nicht alles integriert. Innerhalb auch der Hintergrundmusik. Deswegen werde ich mal gucken, was ich euch hier für Hintergrundmusik hinterlegen werde. Ich muss da ja mal gucken mit der GEMA. Mimimi, ihr wisst das. My pick is adorable. Okay, man hat da nicht viel zu sagen, der Schmied. Vielleicht kann der später noch dann andere Sachen machen. Was haben wir hier? Trade District. Okay. Hier haben wir den Identifier, glaube ich. Machen wir die Tür auf. Okay, ja, der identifiziert uns Items, wenn wir vielleicht was hätten, was nicht identifiziert ist. Ich denke, das kennt ihr vielleicht auch aus Diablo. Das ist, denke ich, am bekanntesten, dass ihr Items findet, die irgendwie blau oder grün oder ich weiß nicht, in was für einer Qualitätsstufe sie hier sind. Aber dann muss man die halt erst identifizieren können, bevor man sie nutzen kann oder bevor man überhaupt sehen kann, was da für Stats drauf sind. Ob wie das hier ist, weiß ich natürlich nicht. Aber so ähnlich wird es dann wahrscheinlich auch sein. Spart Geld, damit er sich einen Hanglider kaufen kann. Okay, hier vorne ist eine Schneiderin. Was macht die? My climbing skill is probably the best climber in the cube world. Okay. Ansonsten kann die noch nicht viel. Kann man sich vielleicht irgendwie mit den Dingen hier auseinandersetzen? Ah, ja. Scratched Iron Mace. Okay, hier kann man dann Sachen herstellen. Wahrscheinlich muss man, um eventuell manche Dinge herzustellen, dann eventuell auch wieder da hinten hingehen. Ihr habt das gerade eben gesehen. Oh, die Map ist jetzt so ein bisschen. Die ist echt ein bisschen grob aufgelöst, die Map. Aber. Adventure District? Okay. Nee, aber ihr habt das vorne da hinten gesehen, da war ja der Schmied. Vielleicht kann der Schmied gar nicht großes machen, aber man kann beim Schmied halt craften. So, was haben wir hier? Ein Elf. Und jetzt sehe ich das Symbol nicht mehr, weil ich da voll drüber gelatscht bin. Was ist denn das? Das sieht. Ich kann es nicht identifizieren, Leute. Was das ist. Aber egal, vielleicht spricht er mit uns. Okay, das ist noch nicht jetzt wirklich vielsagend. Okay, das ist eine Säge. Kann man Sachen auseinandersägen, eventuell oder so. Vielleicht braucht man bestimmt auch eine Spitzhacke, um das alles abzubauen. Aber ja, Spitzhacke können wir uns wahrscheinlich auch noch nicht leisten. So, was haben wir hier? Hier ist wieder nur der Schmied. Laufe ich da zurück? Ich glaube schon. Ja, ich laufe jetzt zurück. Ich bin ein Trottel. So, laufen wir einfach mal jetzt mal Richtung Norden. So, hier gibt es auch Temperatur, Hum, ich weiß nicht, was Hum ist, die Humanity? Eine Zeit, vielleicht gibt es ja auch Tag- und Nachtwechsel, da bin ich mir noch unsicher. Habe jetzt noch nichts von gelesen. Jetzt nur wieder Inns. Ich schätze mal, dass man in Inns, also in den Gaststätten, irgendwann Quests kriegen wird. Sonst wüsste ich nicht, wofür sie da sind. Okay, das ist halt der Nachteil, vielleicht an random generierten Sachen. Und jetzt können wir mal das Licht anmachen. Soll ich gerne mal ausprobieren. Was war denn Licht? Der Button für Licht war Toggle Inventory HP Bar Skills. Ich finde es gerade nicht. Okay, man kann aber auch gehen. Schnell und gehen. Schnell. Man kann auch irgendwie so Ausweichrollen machen. Warte mal. Das will ich mal ausprobieren. Quick. Okay. Jetzt habe ich aus Versehen gerade meinen Heiltrank benutzt. Das wollte ich nicht. Tab Select Quick Item. Okay. Use Abilities, klar. Shift, Free Aim, Climb, Climb mit Zitter? Okay, wo habe ich denn jetzt gerade vorletzte Mal? Ach, da F, F ist Licht. Ah, okay. Ja, okay, besonders viel Licht macht es jetzt nicht, aber man konnte ja auch eine bessere Lampe kaufen. Also wird man das wahrscheinlich irgendwann auch brauchen. Ja, okay, er will auch nur ein Boot haben. You are looking strange. Warum? Und dann macht das mal so einen übelst lauten Ton, wenn man die anspricht. Und ich weiß noch nicht genau, wieso. Egal. So, wir machen uns jetzt mal auf Richtung
Laufen wir einfach mal querfeldein Richtung Norden. So, da vorne ist schon irgendwer. Warte, oder? Kann man die aufheben? Ich kann nicht damit interagieren. Warte mal. Es war doch R. Ne, E für Pickup. Ah, ja. Kann ich ganz viele Pumpkins aufnehmen. Okay, verstopfen die dann mein Inventar zu Mengen? Wo sind sie überhaupt? Da! Okay, was ich damit machen kann, ist mir auch noch schleierhaft. Wahrscheinlich kann ich damit dann irgendwie kochen. Ich glaube, man kann kochen. Inventar weg. Was soll ich mit 1000 Kürbissen? Okay, wer ist er? Oh! Au! Au! Boah, hält der viel aus. Ich weiß nicht, ob ich den platt kriege. Der hat ja auch schon eine Rüstung. Boah. Komm. Boah, Leute, den hab ich umgehauen. Locken. Jetzt gib ihm. Wow, was hat er? Wow. Heal-Trank. Ja. Blocken. Jetzt gib ihm. Blocken. Und jetzt gib ihm. Boah, der ist umgefallen. What the fuck? Alter, der hat gut raus. So, Kupfer. Schäbige Iron-Rüstung. Bots. Boots. Nicht Bots. Wollen wir gleich mal anziehen, ne? Wir hatten gar keine Rüstung, ey. Okay, das ist für einen Rogue. Also, sind ja auch klassenbezogen, die Items anscheinend. Man kann also nicht alles benutzen. Meine Fresse hat er zugehauen. So, als nächstes will ich mal die 2 anprobieren. Irgendwie Level. Okay, da gab einen ganzen Experience Points. Okay. So. Ich dachte eigentlich erst, es wäre so eine Stadtwache oder so und das nämlich gleich instant zerpflückt, aber na gut, er war machbar. Auch wenn er richtig gut rausgehauen hat. Erstmal können wir. Okay, wir haben die ganze Zeit die Lampe an. Warum auch nicht? Man kann so eine Ausweichrollen machen. Wie geht das denn? Das würde ich gern wissen. Die Kune. E-Pickup, R-Interact, F-Light, Call Pet Special Items, Return to Chat. Also doppelt drücken geht nicht. Shift drücken geht auch nicht. Man kann natürlich aus dem Weg springen, aber ich weiß, dass man so Ausweichrollen machen kann. Das habe ich schon mal gesehen. Ja, das verfolge das Spiel nämlich schon ein bisschen länger, aber. Pickup, TFG, Normal Attack, Special Attack, Dodge und Zoom. Ah, okay. Auf der Maustaste. Und da seht ihr dann diesen Stamina dabei. Okay, jetzt habe ich es gefunden. Passt. Okay. Was vielleicht cool wäre, wenn man sich auch irgendwie so Marker setzen können, was nicht geht. Okay, wow. Wie weit kann man denn über die hier rausquollen? Sehr heftig. Okay. Ich sag, wir laufen einfach mal Richtung Nordosten über die Berge. Ich höre hier drin laufen. Dann kann ich die Blume auch aufsammeln. Cotton. Da kann man bestimmt auch wieder was draus bauen. Aber ich kann es eigentlich nicht aufheben. E-L! E ist doch Pickup. Bin ich mir sicher. Vielleicht braucht man dafür irgendein Gerät. Weiß ich nicht. Einen Schnibbel-Kottenabschneider. Interessant. So. Was ist da oben? Ist das ein Baum? Okay. Das ist ein bisschen, was mich jetzt zum gerade auch stört. Also ich will hier die Sachen weghauen, also die Klötzchen, damit ich da hochklettern kann, wie in Minecraft, aber das geht natürlich nicht. Oh, das ist ein Lager. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Kann man irgendwas machen mit dem? Cooking! Eine Suppe kann man hier kochen. Da braucht man aber... Da steht immer... Ah, da steht, was man braucht. Eine Ananas. Okay, wir können momentan noch nicht viel machen mit unserem Cooking-Skill. Dazu bräuchten wir Ananas oder... Grinsing Root. Grinsing Root. Was auch immer Grinsing Root ist. Weil kann ich mich auch schlafen legen. Weil ich recke doch keine Energie, wenn ich nur so rumstehe. Okay. Ich kann mich aber hinsetzen. Reckt das Energie?
Nein. Aber wieso? Ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht mit so Dingern sich halt reinlegen kann und dann schlafen kann. Aber irgendwie, er will es nicht. Er will es nicht mitnehmen, er will es nicht interagieren. Okay, man kann vielleicht nur mit dem Kochding da interagieren. Ja, klettern wir dann mal hier oben drauf und dann kriegen wir vielleicht eine schöne Aussicht von oben und können dann mal gucken, was da oben ist. Ah. So. Oh, ich liebe ja dieses Kantige hier. Gefällt mir sehr gut. So, hoch, 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 höher, höher. Oh, oh. Alright. Ist der nun scharf? Hopp. Stirb, Schaf, stirb. Okay, lol, das gab auch EP. Zwei Stück sogar. Kann man jetzt die Wolle auch aufheben oder so? Nee, es stirbt einfach weg. Schade. So, jetzt sind wir hier an einem relativ hohen Punkt. Was ist da unten? Okay, hier kann ich einen Schlag aufladen. So, überlege ich mir mal, wo könnten wir hier hingehen? Alter, ist das cool. Ist ja riesig hier. Irgendwie, da unten steht, glaube ich, jemand. Genau da. Und da fliegt irgendwas. Doch, ich gucke mir erstmal den fliegenden Typen an. Oh. Okay, man kriegt auch Falldamage. Also eher aufpassen. Oh, da sind ganz viele. Das sind so Blumen. Laufende Blumen oder so. Oder was ist das? Rote. Oh, das sind ganz schön viele Gegner. Da. Wer bist du denn? Au, au, au! Alter, der teilt gut aus! Boah! Ey, verrecke! British Radish. Achso, Radieschen. Wow. Das war ein kämpfendes Radieschen, oder was? Halleluja. Okay, und da sind diese komischen Bienen. Also ich hoffe, mir hat das besser gefallen mit dem Schild, weil ich da auch irgendwie Schaden blocken konnte. Inventar weg. Boah. Boah, geben die einen auf die Fresse. Boah. Boah, sind das viele. Oh, fuck. Oh. Oh. Scheiße. Ich bin tot. Okay. Man sollte sich... Da ist auch nur irgendwas. Lava oder so. Man sollte sich auf jeden Fall nicht mit mehreren Bienen einlegen. Anlegen. Die machen einen tot. So, wo bin ich jetzt hier rausgekommen? Ah, wie gesagt, man kommt dann... Ich weiß nicht, an welchen man rankommt. Rauskommt wahrscheinlich an dem in der Nähe. Von dem Ding. Wird man halt wieder belebt. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Nachteile hat. XP habe ich nicht verloren. Leben habe ich auch noch. Was ist Scrub? Kann ich Scrub aufheben? Nein. Das ist auch grau hinterlegt. Und es hat einen Balken. Ich muss dann das... Ah, man muss es hauen. Ah! Und jetzt kann man das Zeug hier aufheben. Ah! Ist cool, wenn man in so einem Spiel nichts weiß und dann alles erstmal wieder selbst entdecken darf und herausfinden darf. Man hat schon einen bestimmten Reiz, so. Das Inventar wird wahrscheinlich auch nicht unendlich sein. Deswegen. Bling, 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 bling. Cobweb, also irgendein Gewebe. Ob wir damit was anstellen können, ist eine andere Frage. Das werden wir schon herausfinden. Ich sammle es erstmal ein, großzügig, wie ich bin. So. Wir waren vorhin irgendwo hier. Das wäre vielleicht auch noch praktisch, wenn man sehen könnte, wo man gestorben ist. Weil immerhin verliert man nicht sein Zeug, wenn man gestorben ist. Eine Hurt Flower. Okay, wer ist das? Ein Kormling. Oh ja, komm mal einer. Ich möchte einen haben, nicht gleich wieder drei oder so. Na, komm her. Okay, das ist wieder so ein Frog-Typ. Ich mach mal den Frog-Typ mal fertig. Der war ja relativ machbar. Boah, okay, das Pad hilft uns. Gib ihm! Wow. Wow.
Okay, das Pet ist jetzt auch aggro auf uns, weil wir uns gehauen haben. Huh. Gibt das Pet irgendwas? Es liegt da einfach nur so ein Putzern auf dem Boden, ey. Ist so geil. Copper Coin. Iron Maze. Okay. So, wieso konnte der eigentlich Dual Riden? War das dann Rogue? Wieso kann ich als Krieger nicht Dual Riden? Als Berserker müsste das doch eigentlich können. Ist das nicht sogar da? Ja. Berserker jump into the fort, defeat the enemies with a furious strike. Your attack speed is increased. Your pets become stronger. Enable more effects climbing on step walls. You consume less stamina during climbing. Okay, man kann auch richtig climben, okay? Your swimming speed. Okay, warte mal. Wie climbt man denn? Aha, da. Mit strong. Also Steuerung. Okay, man braucht halt Stamina dafür. Und dann kann man irgendwo Sachen hochklettern. Das ist geil. Ich habe mich schon gewundert, ob man denn auch wirklich überall hochkommen wird, aber. Ja. Das Problem, was ich jetzt noch habe, man verliert ziemlich schnell seine Leben. Und ja, mit meinen 3 Heiltränken kriegt man halt tierisch auf den Sack. Au. Das Problem ist, ich muss halt auch in den Nahkampf gehen mit meinem Krieger. Ich meine, wenn ich Range wäre, könnte ich halt die ganze Zeit die Gegner versuchen zu kiten. Also vielleicht nehme ich beim nächsten Mal einen Range-Charakter. Ist vielleicht ein bisschen einfacher für den Start. Er soll umfallen! Der haut doch einfach immer weiter, was soll ich denn da machen? Weglaufen, dann haut er mich auch. Kann ja nur einfach draufzergen. Alter, boah. Halleluja. Wieder rausbrezeln. Ich sterbe ja gleich schon wieder, ey. Kann man vielleicht resten oder sowas? Call Pet. Ich kann auch nur ein Pet callen. Wie kann ich es denn zähmen? Fragen über Fragen. Wir können vielleicht nochmal. Oder wir können ins Pet-Menü gucken. Okay. Ist aber auch nichts. Warte, vielleicht kann ich ja die Sachen essen, die ich schon irgendwie bekommen habe. Sieht schlecht aus. Man kann sie, glaube ich, mit Rechtsklick ist normalerweise interagieren. Oder ich drücke jetzt mal Rechtsklick und mal gucken, aber dann dringt das wahrscheinlich. Ja. Also ich kann die Sachen hier nicht einfach so essen, das Radish. Ja, komm, man kann ja dies hier, also ich kann kein Pumpkin einfach so essen. Muss man wahrscheinlich alles kochen. Aber ich kann ja momentan nur Pineapple verbrauchen. Das ist okay. Kühe. Kann man Kühe einfach abschlachten? Nein, die kämpfen! Die kämpfen! Aua. Die Kuh macht mich fertig! Ja, jetzt haben wir sie auf den Boden geschickt. Ich hab doch geblockt! Aua. Ich verstehe das noch nicht so hundertprozentig. Da unten lädt man auch seine Block-Power auf. Boah, what the fuck? Die Kuh geht ja ab. Ich habe doch 5 XP. Alter, ich sterb doch jetzt schon wieder. Oder wie viel Copper habe ich denn jetzt? 37. Ich weiß nicht, ob ich davon schon Leben kaufen kann, aber dann könnte ich mich ja am besten... Okay, das war keine Absicht. Dann könnte ich mich ja am besten einfach sterben lassen und mir dann versuchen, Kupfer zu kaufen. Was ist das denn da? Iron Deposit. Okay, da kann man einfach draufkloppen. Und wir haben unser erstes Iron gefunden. Nee. Iron Nugget. Okay, das sind Nuggets. Oh, hier ist auch eine Höhle. Wo war der Light-Button? Wow, da kommt schon was raus. Okay, die haben wir umgehauen. Okay, die haben wir fertig gemacht, ey. Ja, wollen wir mal gucken, wo der Light-Button ist. Ich vergesse es immer wieder. F. Emerald Deposit. Okay, ist wieder... Erz! Was wir mitnehmen können. Sogar grünes Erz. Ansonsten verdammt dunkel hier drin.
Ja, es wird übrigens nicht nur, wie ihr es hier sehen könnt, mit grünem, baumigen Biomen geben, so wie man es zum Beispiel bei Minecraft sagt, sondern es gibt halt auch dann später noch Eis, Schnee, Gedöns und ich weiß nicht, auch Wüstengedöns oder sowas. Ja, muss man nochmal gucken. Oh, da hinten ist was. Irgend so ein blau laufendes, was weiß ich. Oh. Ein Schokobo. Ist das ein Pet? Nee, das ist ein Peacock. Der will mich angreifen. Was schießt hier? Haben wir irgendwas gehört, was so blum, 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 blum gemacht hat? Wo liegt eigentlich der Unterschied, dass die roten Namen haben, orangenen Namen? Sind das vielleicht die Level der Gegner und ich sollte mich vielleicht gar nicht an rote und orangene ranwagen? Könnte das sein? Da ist schon wieder. Was war denn das? Irgendjemand kämpft hier. Euer ja, PvP soll es irgendwann auch geben. Aber am Anfang ist es erstmal kooperatives Game, also mit Leuten zusammen. Noch nicht gegen Leute. Ich habe da hier was kämpfen gehört. Alter! Alter, der schießt auch einfach durch das Schild. Deshalb kann man da nur einen Schlag mit blocken oder was? Hier schon wieder Leute kämpfen. Wow, 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 wow. Was sind das denn für Viecher? Die haben ein Blatt auf dem Kopf. Oh, er verfolgt mich. Oh, er verfolgt mich. Okay, dann müssen wir vielleicht fertig machen. Oder hört er auch irgendwann auf? Ja, er hört auch irgendwann auf. Prima. Ich will jetzt gerne wissen, wer hier gekämpft hat. Ich will ja auch gerne noch heute meinen ersten Dungeon finden. Aber ich glaube, das wird nicht. Ich werde bestimmt mal Alex gleich dazu überreden, dass er sich das Spiel auch kauft. Vielleicht noch andere Leute. Und dann spielen wir das im nächsten Teil sogar mit Leuten zusammen. Ich glaube, das ist im Multiplayer deutlich lustiger nochmal. Wobei ich auch alleine spielen würde, so ist das jetzt nicht. Okay, das sind Radieschen. Okay, ihr seht das unten. Mana voll. Ich habe das noch nicht so hundertprozentig begriffen, warum man neben der Block Power auch noch die Mana so auffüllt. Wieder ganz viel Radieschen. Aber ich weiß nicht, was ich mit Radieschen gerade anfangen soll. Ich kann Radieschen gerade nicht verarbeiten. Ich bräuchte Ananas. Oh. Gänzling. Oh, das kann ich gebrauchen. Damit kann ich kochen. Okay, das sind diese roten Blumen. Hui. Das war richtig viel dann. Na. Ne? Achso, das ist nur eine Herdflower. Oh. Oh. Und eine Herdflower. Noch eine Herdflower. Ich will mehr Günstling, den kann ich kochen. Das will ich machen. Ansonsten ist hier aber nichts, ne? Wow, wow, wow! Aber oh, die sind freundlich, oder? Die haben blaues Nameplate. Das gehe ich mir jetzt angucken. Jetzt mal hin zu denen. Oh, oh, oh. Nein, 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 die sind gar nicht freundlich. Fuck, 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 fuck. Wow, 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 wow. Ja! So schnell kann's gehen und wir sind irgendwo am. Okay, wer kommt denn da? Okay, wir sind ja direkt am Friedhof, komm. Au. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Gib ihm. Zerstört. Einfach mal zerstört, würde ich sagen. Okay.
Aber die Hexen haben mich einfach mal zerstört, würde ich sagen. So, okay, wo ist denn die Stadt? Da hinten ist die Stadt. Ah, okay. Ich will mich jetzt mal nicht zu weit von der Stadt entfernen, weil. Oh Gott, komm. Am besten, ich will jetzt erstmal einmal kochen. Ich will mal gucken, ob das schon funzt. Funzen wird es, denke ich, schon. Aber das sind Wolken. Ich dachte schon, das. Städte in der Luft. Aber, ja, da kann ich vorne kommen, ich schon kochen. Muss ich gar nicht weit laufen. Aber da ist schon wieder ein Gegner. Nein, 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 nein. Bäm, hab ich ihn umgestoßen. Jetzt gib ihm. Boah, da hat er seinen Schlag aufgeladen, ey. Und er trinkt einen Heiltrank, die Sau! Ja, komm, 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 stirb. Eines schönen Todes, so. So. Okay, das war Twitter. Ja, wenn ihr mir auch Twitter folgen wollt, einfach / dead legacy. Bin da relativ aktiv, nur so als nebenbei Info. So. Herstellen. Blub. Jetzt habe ich eine Suppe hergestellt. Wow. Wo ist mein Cooking Skill? Gibt es überhaupt einen Skill für Cooking oder braucht man nur dann die Rezepte? Okay. Awesome. Ich habe eine Suppe. Wo ist meine Suppe? Oh, die erstellt auch 200 Leben wieder her. Okay. Da wissen wir schon mal, wie wir uns verteidigen können. Oder zumindest, was wir sammeln müssen, damit wir auch nicht jedes Mal draufgehen, alle 2 Minuten. Ja. Ich weiß nicht, ob ich beim Krieger bleibe. Ich glaube, ich werde mir erstmal alle Klassen einmal schnell angucken. Gucken, wie das sich so spielt und was die so machen können. Ich denke mal, das ist am sinnvollsten auch für euch, damit ihr ein bisschen einen kleinen Einblick bekommt vom Spiel. Vielleicht spielen wir jede Klasse erstmal einmal bis Level 1. Was haltet ihr von der Idee? Und ja, und dann sehen wir uns aber auf jeden Fall wieder im nächsten Teil. Ihr könnt mir ja gerne in die Kommentare schreiben, wie euch das Spiel gefallen hat und ob ihr mehr dazu sehen wollt. Wie gesagt, meine Idee wäre es jetzt erstmal, jede Klasse erstmal bis Level 1 zu spielen oder eventuell halt dann mit Alex und mit Konsorten, mit Leuten halt im Multiplayer das Ganze mal weiter zu erforschen, Dungeons zu finden, zu gucken, was man noch alles machen kann. Wie gesagt, man kann Pets zähmen, es gibt Dungeons theoretisch, dieses riesen Crafting-System und hast du nicht gesehen. Ich finde es ziemlich berauschend, das Spiel. Also, ich freue mich wirklich sehr drauf, vor allem wenn es halt dann wirklich irgendwann fertig sein wird, weil da wirklich sehr viel drin steckt, was mir persönlich sehr gefällt, weil es auch so actionbasiert ist, man muss selber zielen, man kann halt unendlich Sachen erforschen, leveln, man kann Portale bauen, Überwelt-Dungeon, Unterwelt-Dungeon, Housing wird es dann irgendwann geben und hast du nicht gesehen. Also, mich macht es auf jeden Fall an, weil ich gerade sowas immer in Minecraft mir gewünscht hatte, dass so ein bisschen noch in die Richtung geht von wegen Klassen, MMO-Crafting-RPG-mäßig. Gut, klar, man kann hier nicht bauen, das fehlt hier dafür, aber dafür ist es halt ein Rollenspiel. Ja, wie gesagt, ich hoffe, das erste Video zu Cube World Alpha hat euch gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video von Cube World oder anderen Sachen. Schaut mal auf dem Kanal vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und haut rein!